Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Ark Livestream mit Noxy. Hallöchen. Ja, wir sind oben auf der Insel, am Eingang zu einem mysteriösen Untergrund. Noch. Und, und dabei ist, wie gesagt, der Schno, der Nox, der Onkel, der Dynamo und der Geiserich. Hallo. 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 Hab ich jemanden vergessen? Nein, Nero. Nö. Super. Deine Anspielung hast du lassen. Dein Kurzzeitgedächtnis ist doch brauchbar. Onkel, ich weiß gar nicht, was du meinst. Komm, klopf dir auf die Schulter, komm mal her. Okay. So. Lege die Brotkrumen. Auf geht's. Warte, ich leg einen mit. Geht nicht. Okay. Ui, ja. doch kommt ein Poop. Ein bisschen Poop muss sein. So, ja, dann schaut euch mal um. Wir gehen erst hier vorne hin. Ganz ehrlich, ich will die Kisten haben. Ich bin eine Loot-Hure. Ich will es haben. Ich will nur die Tür aufmachen. Ey, wonderful. Was hast du denn für ein Schwert? Hey, das ist ganz toll. Ne, die haben das schon wieder Imbau-Schwerter hier. Das ist doch. Schwert? Ja. Das ist eine Machete mit einem Zweihändergriff. Komisch aus. Richtig geile Arena. Cool. Komm hier. Achso, ja. Links, rechts ist das fast gleich. Die Arena kann man auf jeden Fall schön für was nutzen. Oh ja. Was wurde hier eigentlich umgebracht? Universus wahrscheinlich. Was wird hier umgebracht? Guck dir mal den Kopf an. Der Kopf ist menschlich und dreimal so groß wie ich. Komplett. Onkel, guck mal hoch. Ja, hab schon gesehen. Das Köpfchen da an der Decke. Saukrass. Ja. Da siehst du mal, was... Da siehst du mal, was mit dir... ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Ich krieg's einfach okay, natürlich, die Arena werden wir auf jeden Fall für unseren Vorteil nutzen, für unsere kleinen irgendwann mal Events. Oh ja. Also erst Event ist ja immer noch in Planung. Mit dem Jetski fahren da ohne. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Cäsar, der runter in sein Kolosseum guckt. Runter? Bist du auf gleicher Ebene, du... Oh, wo ist Alter. Denn... Mega geil. Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Das hättest du jetzt ein bisschen tiefer sagen müssen. Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Ich schwing mit meinen Nippeln. Oh, Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Was Spachtel. Nee, auf jeden Fall richtig cool. Dann geh mal hier links und rechts. Schade, hier müsste jetzt noch so Feuer sein, das wäre richtig cool. So, wenn man jetzt hier so Sperre hin und dann kann man sich schön bekämpfen. Dann wir hier? Kannst du zu fünf Leute in der Arena hauen und die können dann ein Deathmatch gegeneinander machen. Hallo, was guckst du? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wurde... Ernsthaft? Denkst du wieder mal fest? Onkel, ich habe einen buschigen Nippel. Willst du mal dran lecken? Was hast denn du gemacht? Ich habe einen buschigen Nippel, siehst du das nicht? Ja, nee, du hast... Das Das saß aber voll im Arsch. Ich hab Schniepel. Was hast du wieder festgepackt, du Vollidiot? Nein, ich hab ein Bier getrunken. Ich hab ein Bier getrunken. Er blubbert wieder. Ich bin ein Kotspiel. Scheiße. Och Mann, leck mich doch am Arsch. Ich hab bald keinen Bock mehr. Warte, ich mach das. Es ist scheiß Kisten bei Portal. Ja. Sparta. Nein, jetzt bin ich drin. Nein. Sparta. Ich hab was gerade im Livestream angeguckt. Ich hab ja echt gut getroffen. Könnt ihr mich mal knockouten? Ich sehe meinen eigenen Livestream. Du kommst auch so raus. Du musst nur ein bisschen dich drehen und rennen und springen und irgendwann kommst du raus. Ich war da auch schon ein paar Mal drin. Ja, ich versuche Onkel gerade zu knockouten. Okay. Ja, jetzt hängt der auch fest da hinten. Okay, die ist noch ein bisschen verbuggt, die Höhle. Aua! Was kommt davon, wenn man ihm helfen will? Das ist so dumm. Weißt du, Onkel, kannst du mal helfen? Er holt erstmal seinen fetten Knüppel raus und zimmert den alten ein. Dynamo, du Hund. Du hast. Oh, das war ich. Nein! Du hast meinen Pfeil quer durchs Schädel gejagt. Mann, du gehört sich an, du hast mich den Tieren vom Fraß vorgeworfen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will aus der scheiße Höhle hier. Ich kann da nicht mal springen. Wow.
Pass, lass mich auf, du Sklave. Wir kreuzen nicht die Schwert. Och, ja, wie Mann. Kommt man denn hier hoch? Ah, wie kommst du denn hier raus? Pass auf, gleich falle ich doch durchs Gitter. Runtergesprungen? Jetzt hast du dich doch wieder verpackt. Hm. Ich? Ja, du. Ich war schon weg. Das geht so nicht. Nice. Helle Leute, wir haben doch noch so viel vor. Kann mich mal einer ausnocken, bitte? Oh, ich springe jetzt hier runter. Ey, Kinders, in der Höhle haben wir Zuschauer verloren. In der Höhle. Wie soll das gehen? Was? Hallo. Hallo. Weißt du, der Zuschauer, weißt du, in der Höhle haben wir Zuschauer verloren? Was? Oh. Ja, ein Nein. Einzigen. Nein. Alter. Ja, oh. Alles klar. Nein. Ich lebe wieder. Dynamo, du Hund. Was? Dynamo? Alter, ich flieg durch die Insel. Ich flieg gerade runter. Ich werde sterben. Ja, sei doch. Oh, nein. Hä? Ich will hier weg. Nein. Hä? Oh, kacke. Was? Wie komme ich hier raus? Oh. Nero, was erzählst du denn da eigentlich? Wo bist du hin? Ich wurde betäubt vom Dynamo, wurde irgendwie runtergezogen und bin auf einmal beim Aufstehen durch die Insel durchgefallen. Wow. Das ist nicht gesund, Yannick. Das ist nicht gesund. Das ist Yannick. Das sieht da aus. Hab ich gerade den Falls Jan, du den Kopf suchst, der Kopf hängt zwischen den Schulterblättern. Also, Nero, das tut mir jetzt leid. Yannick, du guckst den Stream. Wo ist denn der Kopf hin? Ich guck jetzt ab, mir Alter. Jetzt den Stream an, ja. Ja, das sieht nicht gesund aus. Oh, jetzt. Das sieht nicht gesund aus. Ja. Jan? Ja, ich bin schon auf dem Weg. So. Ich bin in der Mitte von der Insel unten. Was? Ja, hier stand ein Bett. Ja, das falsche Bett gedrückt. Okay. Was? Wie war. Okay, ach, ich frag mich. Alter. Oh, jetzt aber nur mal, wieso ruhig bin ich und langsam hier raus. Nur mal ganz kurz, wie geht das hier eigentlich mit Werbung? Also soll ich mal kurz Werbung einblenden, wenn ich mal pullern muss oder sowas? Gar nicht, geh da einfach pullern. Ja, ich meine nur. Solange du nicht die Kamera mitnimmst. Nee, ist ja uncool. Ich hab ein 5 Meter USB-Verlängerungskabel. Wenn du auf die Hütte musst, bist du auf die Hütte, das ist nun mal Wo so. Wo bist du denn genau, Nero? Am Strand. Nee, weil wollen wir doch mal kurz den Park beenden? Wo ist denn Jet hin? Wir haben erst mal 7 Minuten. Den hab ich gerade, um Nero zu holen. Achso, ist das schon der dritte? Stimmt. Du bist doch gerade im Livestream, du musst doch kein Part beenden. Geh doch einfach pissen, ist doch scheißegal. Ich weine doch nur! Nein, das fresse Piranhas. Lass mich in Ruhe. Aua. Ja, das müssen wir halt im Livestream nochmal machen. Das ist halt so. Tschüss. Ja, jetzt kannst du ja ein Bett spawnen. Da war ich jetzt aber nicht. Guck, Mega Piranha Level 8. Ich sag's euch, Level 8 ist der Fluch. Könntest du mich. Jetzt kannst du ja ein Bett spawnen. Könntest du mich im Lager abholen? Ja, Moment. Ich müsste nämlich eigentlich mein Zeug mal wiederholen, so. Dynamo, Alter. Es gibt Rache. Ja, kann ich nur dafür, wenn du durch die Map abstürzt. Hättest du mich doch einfach da oben liegen lassen können sollen. Hab ich das entwickelt? Nein. Du bist direkt irgendwo unter der Insel gestorben. Suche ich schon mal nach deiner Leiche. Ja, da war so fetter Pronto. Ich bin irgendwie voll auf den Pronto gefallen, irgendwie so. Ja, gut. Ah, da kommt er. Ja, da ist er. Hallo. Wo bist du denn? Da ist ein Pronto. So, jetzt bin ich wieder Episch. Da. Komm, ich spring nochmal. Ja, danke. Das sieht doch episch aus hier mit den Drachen da oben drauf. Aber jetzt blendet mich gerade so die Sonne. Die Sonne. So, irgendwo bei einem Pronto. Oh. Da bin ich wieder so ein Pronto. Da, oh Gott, da, ey. Ja, ich hab da irgendwo. Lass laufen, jawohl, Müller. So, ich bin wieder da. Irgendwo hier müsste meine. Los, Krieg. So, hab ich irgendwas verpasst? Ich befürchte aber, dass ich noch weiter gefallen bin. Nee. Aua! Oder ich hab's ja. Ey, ohne Spaß, das sieht so fremd aus, wenn man sich selbst. Ja, also, haben wir wenn man sich selbst sieht, wie man vor die Kamera geht. Das ist total komisch. Du hast einen Rock an. Ja, haben wir, Sergeant. Wir haben meinen Biber. Nicht den Sänger? Oh, Müller. Wir haben ein bisschen Niveau. Wir setzen kein 12-Jährigen an. Was, Niveau? Entschuldigung. Ja, ich hab mich da eben eingecremt. Das ist Nivea. Nein, das ist Niveau. Kennst du nicht, deine Haut ist so niveauvoll.
So, wo geht's denn jetzt hin, Leute? Meine Leiche suchen, danke. Achso. Ist mal 5 Minuten weg und wir sind auf derselben Stadt wie vor einer halben Stunde. Das geht doch nicht. Ja, also, wir hätten noch dem Sergeant sein Lager. Dann, ja, wo wir uns erstmal bewaffnen müssten, ist das Dungeon. Also, wir könnten Sergeant sein Lager zeigen, da hat er, glaube ich, auch seinen Spaß dran. Wollen wir? Was, hier auf der Insel, das Lager, oder? Nein, nein, das ist im Nordwesten. Hier sind wir noch ein Käfer. Wo Nordwesten war... Stein. Wo ist meine Leiche? Jetzt muss ja irgendwo der Stiefel sein, oder? Kriege ich mal eine ungefähre Angabe, wo ihr seid, dann kann ich beim Suchen helfen. Es gibt apropos ein Mod, wo man seine Leiche wiederfindet. Ja, gibt's. Okay, ja, dann ist es oder auch verloren gegangene Dinos. Gibt's auch eine Mod. Das ist eine andere. Alles klar, ja. Ich flieg da schon mal zum Möller. Die haben wir auf dem PvE-Server. Ich bin hinter dem Pronto, bin ich... War das hier? Du bist durch die Insel gefallen, hast du gesagt? Ja. Achso, das ist der Fluss? Könntest du mal mich mal nach oben transportieren? Zu meinem Drachen? Okay. Oben, das heißt da hinten und dann da. Da. Okay. Hast du deine Leiche? Rechtsklick. Nee. War das vielleicht der Pronto hier mitten unter der Insel? Ja. Irgendwo unter der Insel? Achso. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Eigentlich nicht. Kommt ihr jetzt eigentlich zum Möller? Arena nicht. Hallo, kommt ihr eigentlich zum Möller seiner? Ich hab keine Ahnung, ich bin aufgewacht und bin ich gefallen. Demnächst kommen, denke ich. Lohnt sich. Okay, Möller sagt gerade, lohnt sich nicht anzuschauen. Gut, dann lassen wir uns. Deine Entscheidung. Ganz nett, was er da hingestellt hat, auch die Kulisse. Gut, dann gucken wir es halt doch an. Dankeschön. Ja. Tut mir nochmal leid, ne? Das ist sowieso da in der Nähe ist auch eine Höhle, eine neue. Natürlich schade, dass er halt. Wie das neue Höhle. Durch die Aktion durch die Map gefallen ist, gestorben ist, und das wird jetzt hier gleich. Irgendwann mal auf dem Bildschirm gerotzt, ich hab schon wieder nur Mist da. Achso, du meinst die Keile, die dicke. Oder eine neue. Neue. Ja, neu. Ach, du suchst gerade auch die Leiche, ne? Was? Nee, ich such grad Möller. Die Leiche können wir, glaube ich, vergessen, weil ich glaube, die ist weitergebackt. Ist egal, rüste ich mich neu aus. Wo war der denn jetzt immer? West. Ich weiß nur, dass 15 Sekunden Verzögerung hat oder sowas, aber Möller, du warst doch auf der Westseite, oder? Ja, im Nordwesten. Etwa bei. Nee, hör mal auf die Koordinaten. Ich habe weder Kompass noch sonst irgendwas mit. Ich bin nackt. Nee, also du hast aber eine Karte. Du hast eine Karte auf M. Bei dem See oben links auf der Karte. Der einzige, den du da siehst. Genau da. Also ich bleib jetzt auch erstmal nackt, bis wir hier beim Zartisch waren. Das ist ein paar Tage vorbei. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns dann die Dungeon an, ne? Ach guck. Oder die Höhle beim Sergeant. Oder die Höhle beim Sergeant. Ist doch nicht peinlich. Möller, was ist denn los mit dir? Seid immer so perfektionistisch. Möller. Das sieht gut aus. Stell dir mal zu dem, was du nicht kannst. Du hast 4 Wasserfälle vor der Haustür und eine Feuerstelle auf dem Stein. Was willst du mehr? Ja. Da kannst du eine 1 Quadratmeter Hütte hinstellen. Das sieht immer noch toll aus. Richtig. Ohne Dach. Er hat Dach. Er ja. Nicht schade. So, was jetzt? Fliegen wir jetzt da hinten hin? Ja, ich bin gerade da. Also von daher. Ja, das wissen wir. Wie wir du bist da? Wir waren alle hier noch am Suchen. Du das bist sieht doch gut aus. Oh, ein Kikanoto? Was? Ich finde hier Haufen Eier. Warte. Nero, was? Onkel, wollen wir nicht erstmal so. Nee, Kikanoto, ne? das wo bist du? Ach, da bist du. Vor allem, ne? Okay, wir doch können. Kein Rex. Das war ich nicht. wir können, wenn ihr wollt. Ah ja, Feuer frei. Warte, ich will noch mal ganz kurz. Wenigstens mal ganz kurz Dings machen. Ach, Gigarex bist du, oder? Stamina auffüllen. Wie ist denn eigentlich hier mit dem Park und so? Ist noch fast. Wir können hinfliegen erstmal. Wo ist immer denn? Oh yeah. Oh, okay. Let's kick some asses. Bin da. Hooray! Okay. Ja, mein Dings geht jetzt richtig ab, mein kleiner. Ich kann einfach nicht bauen, Möller. Ja, kommst du mit? Ja, ich komm mit. Ist doch gut. Blick mal vor. Ich weiß nicht, wohin. Krieg mal so schnell du kannst. Gib mal Gas. Mach doch. Echt? Oh.
Was für ein Level hat denn der T-Rex? Immer kaputt, Junge! Ja, der ist um einiges schneller, sehe ich auch. Ach, ich sehe es ja ein, ist ja gut beim Stehen. Dachte, wäre stärker. Doch, das ist ein Giganotor. Wieso? Wo ist der? Irgendwo auf der Lichtung. Okay. Lass ihn uns vergewaltigen. Obwohl, hat man mit dem Drachen überhaupt Chance dagegen? Also ich setz die Drachen nicht aufs Spiel gegen so einen scheiß Giganotor. Ich hab gerade meine größte Mühe. Dritte oben drüber setzen und einfach nur Feuer speien. Tut's einfach nicht. Macht einfach nicht. Geht einfach nicht an das Vieh. Geht. Nein, macht's nicht. Du das. Was ist so. Ich hab den Onkel verloren. Nee, ich bin hier hinter dir. Ach, da unten ist er, der kleine Punkt. Der kleine Punkt. Da. Als geradeaus. Siehst du da hinten das Schneegebirge? Ja. Dahinter ist dem Sergeant seine Base. Ich frage mich gerade was anderes. Möller, du schreibst doch in den Chat. Was machst du gerade? Wow. Komm doch her. Wow. Warum bist du denn mit dem Spiel, ne? Ja, komm doch hin. Warte mal, ich trinke mal noch mein letztes Bierchen. Und warte mal hier ganz kurz zwischenlanden. Was, betrunken fliegen? Wie verantwortungslos. Warum? Ich hab doch keinen Beifahrer. Onkel, bist du jetzt auch betrunken am Steuer hinterziehen, oder was? Ja. Raptoren. Was? In der Luft? Nein, ich habe gerade gesagt, ich muss mal kurz zwischenlanden wegen Stamina. Was? Okay. Raptoren, die von Nazis geritten werden und fliegen können. Vom Mond. Nach Laser. Nicht vom Mond. Laser. Und betrunken. Iron Sky 3. Iron Sky 3, die Rache von Raptor. Oh, der Giga, der blutet schon ein bisschen. Ey, alter Vater. Ey, ohne Scheiß, wer guckt gerade einen Stream von euch? Außer Onkel. Ja. Ich hab meinen gerade weggeklickt. Gleich habe ich Yellow Wall of Death. Rennt der weg, Alter. Warum rennt der blöde Vieh jetzt weg? Bleib doch mal still. Hol mir ein E, dann komm. Ich bin E. Was meinst du? Ich hab Schiss von dem Giganotor. Ich bleib in der Luft. Hol mir ein Energy E. Energy oder so. Ah, ich glaube, ich sehe den Onkel. Hallo. Ja, ein E. Ja. Ja. Verrückte Welt. Das ist das erste Mal, wo Giganotor Angst vor mir hat. Was? Es rennt von mir weg. Ey, ohne Scheiß, Müller, wie viele Drecksinsekten hast du denn hier? Ey, fliegst du einmal rum, spuckst du einmal Feuer, hast du 20 Viecher gekillt. Wer ist da? Deine Gegend ist voll verseucht. Ich nehme ein Y-Bob, Alter, ernsthaft. Das ist ein Ypsilon. Alter, ja, was ist denn Ypsilon auf Englisch? Ein Ypsilon-Bob. Ich nehme ein Ypsilon-Bob. Ich nehme einen Y-Bob. Alles klar, jetzt bin ich verwirrt. Nee, die Dinos geguckt. Doch. Vor 15 Jahren. Da bist du selbst schuld. Nee, danach lief's halt mehr. Oder ich hab's nicht mitgekriegt. Ah, sind wir noch da, ja. Yeah. Außerdem hast du die Dinos geguckt. Willst du mich verarschen? Guck doch mal, was wir gerade machen. Das Einzige, was ich noch von Dinos weiß, ist, wir brauchen einen neuen Timmy. Das waren nicht die Dinos. Oder? Doch, so. Das war die Dinos. Ja? Ja. Das war die Wissenschaftssendung. Genau. Oh, Timmy, bitte halt die Acetylensäure nicht so fest. Warum? Wieso ist denn der T-Rex so blutig? Timmy! Alter. Böller, dein T-Rex ist blutig. Ich glaube, der hat die Tage. Wenn es nur die Tore werden. Der hat die Woche. Ah, der hat kein Futter. Der stirbt. Ja. Geh mal bei mir rein. Ich glaube, ich habe noch eine. Hab ich noch. Guck mal bei mir ins Dings. In Dino rein. Jo. Ich hab noch 7 Schätzchen. 8. Alter, ich hab so einen kleinen Durchgang. Boah, sterbe, Scheiße. Sterbe, Leute. Ich. Hab ein Problem. Nee, doch nicht. Alles gut. Alles gut. Wehe, du machst irgendwas Schlechtes mit meinem Drachen. Nee, ich kann nur gerade in so einer Unterführung. Die sieht eigentlich ganz geil aus, ich wollte durchfliegen und hang fest. Also das Übliche. Alter, dieses Vieh will einfach nicht sterben, glaube ich nicht, ey.
Und Möller, komm erstmal in TS. Kämpfst du gerade gegen den Giganotto? Ja! Ich habe heute auch schon einen gekillt mit meiner hier roten Lady. Ich habe etwa eine halbe Stunde gebraucht. Ey, übel das Vieh, oder Scheiß? Oh, die Viecher immer noch so lang. Wieso werden die Wichsviecher einfach genervt? Die haben 300.000, 400.000 Lebenspunkte, natürlich. Und denn ihre Mutter hat 300.000, 400.000 Lebenspunkte. Ich hasse die Viecher. Ja. Ja, ja. Okay, wir könnten eigentlich den Part beenden. Wollen wir? Schade. Ja, mach doch. Auf. Wir nehmen die ganze Zeit auf. Gut, ja, Gigadoto lebt noch, Drecksmistvieh. Ich bin tot gewesen, toll. Alles klar, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen nachher auf jeden Fall nächsten Part viel mehr Action als jetzt gerade so. Oh, und ja. Schaut einfach wieder rein. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.